Premiere Pro Nummer 1 für Fotografen, die Webinaraufzeichnung. Ich zeige jetzt her, was in dieser Webinaraufzeichnung so drinnen ist, damit man als Fotograf und Fotografin mit Premiere Pro so richtig schnell ins Laufen kommt. Also, schauen wir uns das einmal an. So als kleiner Tipp, es ist natürlich nicht nur für Fotografen, aber wenn man so diesen fotografischen Ansatz hat und eben ein bisschen fotografisch denkt, mit Lightroom, Capture One oder Photoshop arbeitet, dann hilft das natürlich sehr und dann, also genau darauf, steige ich einfach bei diesem Webinar ein. Also, was ist da jetzt drinnen bei diesem Premiere Pro Nummer 1 für Fotografen Webinar? Ich gehe da mal rein, man sieht, das Ganze ist jetzt ziemlich genau eine Stunde lang und es beginnt damit, dass wir uns einfach einmal anschauen, ja, wie legt man überhaupt ein Projekt an? Was ist sinnvoll? Welche Ordner sollte man anlegen, bevor man jetzt in Premiere reingeht? Und wie startet man überhaupt ein neues Premiere Pro Projekt? Und danach geht es natürlich auch ins Interface, auf die verschiedenen Arbeitsbereiche und wie generell Premiere Pro einfach denkt. Und damit man das einmal versteht oder damit man einfach vernünftig arbeiten kann, ist es extrem wichtig, dass man das einmal versteht. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch der Punkt des Anlegens einer korrekten Sequenz. Also was soll man einstellen, wenn man jetzt in Premiere Pro zu schneiden beginnen möchte? Welche Sequenz ist sinnvoll? Immer auch mit dem quasi Hintergedanken auf das Material, das verwendet worden ist. Ja, und welche Dinge muss man dann beachten, wenn man zum Beispiel wie hier in einer Full-HD-Sequenz schneidet, aber mit 4K-Material und auch gleichzeitig, was dann die großen Vorteile sind, wenn man so arbeitet. Und genau diese Feinheiten werden wir uns eben in diesem Webinar anschauen, beziehungsweise die haben wir euch schon gezeigt und das wird man in diesem Webinar, dieser Aufzeichnung selbst nachschauen können. Also geht einmal ein bisschen schneller durch. Hier sieht man dann den Schnitt, wie man jetzt mit diesem Material arbeitet, auf was man im Generellen so aufpassen kann oder aufpassen sollte, wie man jetzt in der Timeline schneidet, diese Timeline auch anpasst, ja, und generell, wie man mit Premiere einfach ja, ins Laufen oder ins Arbeiten kommen kann. Ja, da gibt es wirklich eine Menge zu beachten. Wenn man das aber einmal so grob verstanden hat, was Premiere hier bietet und welche Möglichkeiten man hat, wird man sehen, dass das echt sehr, sehr schnell möglich ist, damit seine ersten ja, Filme zu erstellen. Natürlich ist es auch ganz wichtig, dass ganz zu Ende das geschnittene Material auch ausgegeben wird. Denn man möchte dieses Material ja natürlich auch irgendwo hochladen und Leuten zur Betrachtung bereitstellen. Also man sieht im Generellen, dieses Webinar hat so den gesamten Workflow in den Nutshell zusammengefasst, damit man einfach einmal mit Premiere Pro zu arbeiten beginnen kann. Die Frage ist natürlich, ja, wo bekomme ich jetzt dieses Webinar oder diese Webinaraufzeichnung her? Und zwar sieht man auf meiner Webseite www.martindörsch.at/webinare, wenn man nach unten scrollt, die Liste der gehaltenen Webinare und hier gibt es dieses Premiere Pro für Fotografen Nummer 1 Webinar und wenn ich da jetzt als Download kaufen klicke, nämlich auf diesen Button hier, dann kann ich dieses Webinar, also diese Webinaraufzeichnung herunterladen, also kaufen, herunterladen und danach dann auch wirklich ja, im Handumdrehen besser werden und auch mit Premiere quasi richtig warm werden. Wichtig ist natürlich, dass man das Gesehene auch anwendet, aber ich denke mir, mit dem Wissen, das man aus diesem Webinar herausbekommt, ist diese Anwendung natürlich sehr, sehr schnell und einfach möglich. Also loslegen und in Premiere Pro besser werden.